Ja, ich glaube, dann werde ich den mal auf. Ah, EV ist, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Komm, doch. Du kriegst hier EV. Energy Input. So, Energy Input. EV, dafür brauche ich ein HAL. Machen wir mal bitte 100 Stück. Machen wir mal bitte 100 Stück. Machen wir mal bitte 100 Stück. So, dann einmal raus. Einmal raus, einmal rein und... Puck! Was ist hier denn jetzt passiert? Nochmal, so bin wir start. Alles klar, Wolfi, schön, dass du wieder da bist. Nochmal die Frage, was braucht man für Sachen für einen Reaktor, dass der richtig funktioniert? Was meinst du mit richtig funktionieren? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man die Reaktoren machen kann. So, heute wohl ein explodierender Stream. Ja, danke. Aber warum ist der explodiert? Das verstehe ich nicht. Also, möchtest du, dass der dauerhaft läuft, ohne dass du da irgendwas beitragen musst? Möchtest du, dass der möglichst effizient Strom abwirft? Oder... Also, es gibt viele Aspekte, die man betrachten kann bei den Reaktoren. So, glücklicherweise ist nur das explodiert und nicht alles. So. So, hier muss jetzt auch nochmal wieder alles zugemacht werden. So, das heißt, wir haben... ein Input-Bus. Wir haben ein Output-Bus. Nein, ein Output-Hatch wollte ich haben. Und auf der Seite kommt der Output-Bus. So. Dann brauche ich die... wie heißen sie? Proof irgendwas. Da muss dann der Energy Input hin. Ja, was wäre am sinnvollsten, wenn man von Dampf aus umsteigt? Also, wie gesagt, ist halt die Frage, möchtest du, dass es möglichst effizient ist? Das heißt, möglichst wenig Verbrauch sozusagen? Oder möglichst wenig Verbrauch im Verhältnis zu dem Output? Möchtest du, dass der durchgehend laufen kann? Weil die Dinger, die entwickeln ja Hitze. Also, sieht man hier beispielsweise, die erzeugen halt Hitze. Oh nein. Oh nein. Strom ist alle. Bitte nicht. Doch, das wird weniger. Shit. Ja, also wir haben den tatsächlich so gebaut, dass er keine Hitze entwickelt. Das heißt, er darf dauerhaft laufen. Aber dafür ist er nicht so effizient. Hat bei uns aber den Grund, weil wir uns gesagt haben, Uran produzieren wir unendlich, im Prinzip durch sieben. Also ich könnte jetzt einfach mir 10.000 von den Dingern anfordern, ohne Probleme. Man braucht halt nur Uranium-238 und Uranite-Chunks. Dann ist das so, das den Way to go. Und theoretisch kann ich dir dann gleich sogar zeigen, wie wir den gebaut haben, weil ich muss ihn anscheinend jetzt demnächst mal umbauen.
Warum brauchst du Saft? Ach so, fürs ME-System. So, Kabel. Konkret. Nehme ich einfach mal den Wand, geht ein bisschen schneller. Also die Reaktoren ist halt... Oh shit, das geht so nicht. Die Reaktoren sind halt eine Kunst für sich. Die sind echt... Man kann damit richtig geil Strom produzieren, auch sau viel. Aber meistens haben die dann zu hohe Hitzeentwicklung, wodurch die dann wiederum immer wieder gekühlt werden müssen. Also, ja, oder halt immer wieder ausgehen. Das ist halt, ja, wie gesagt, die Dinger, die sind eine Wissenschaft für sich. Kannst du irgendwo eine Peil hinstellen, wo du die hinhaben möchtest? Also am besten irgendwo an der Seite oder so. Oder sonst machen wir es anders. Ich lege dir den Strom bis nach hinten, bis zum Grünen durch. Weil das Obsidian sollte... So. Zack. Ja, das Obsidian ist halt eigentlich für Explosionen. Also da wollte ich die Explosion quasi immer handhaben. Deswegen... Zack. So. Und. Ja, ich habe keine Ahnung, was für einen Strom du hier brauchst. Nehmen wir einfach mal eine Advanced Cell. Passt. So. Dann hast du hier Strom. Also, wenn es geht, hier hinbauen. Und nicht beim Obsidian. Also, ich habe dir hier Strom hingelegt. Da am besten bauen. Dann steht das nämlich nicht im Weg, wenn ich doch mal was machen sollte. Hä? So, Hot ist nichts mehr da. Wunderbar. Stimmt, ich wollte jetzt gleich nach dem Strom gucken. Haben wir noch bessere Coils? Nein. Fenster bitte zulassen. Gut. Boah, es ist kalt. Was lachst du so? So, das heißt Input. Energy Input. So. Ich fühle mich beobachtet, weißt du das? Frauen. Oh, ey, du Quatschkopf. So. Energy Input EV. Das heißt, da sollte ich doch eigentlich Tier 4 benutzen können, weil EV ist doch Tier 4, oder nicht? 1, 2, 3, 4, ja. So. Dann mache ich das jetzt einmal drüben bei dir. Mir wieder hier alles um Ohren fliegt. So. Das heißt, das Ding und... Ne, funktioniert. Hä? Was habe ich denn da jetzt gerade falsch gemacht eben? Keine Ahnung. Gut. So. Warum auch immer hier noch eine Coil fehlt. Das läuft. Das läuft und...
Es ist minimal schneller, würde ich mal behaupten. Wir haben kein Silicon für Storage Cell 64K. Nehmen 1K-Zellen bei dir. Die sind auch schon alle angefordert. Also 100 die von den normalen sind angefordert. Weil du brauchst ja nicht, du brauchst ja nur viele Typen, aber nicht viel Speicher. So, jetzt ist nur die Frage, wahrscheinlich ist uns, geht der Strom uns jetzt komplett aus. So wie ich mein Glück kenne. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich muss irgendwas abklemmen. Ich glaube, dann klemme ich einfach erstmal den Kram hier unten ab. So. Dann sollte es hoffentlich strommäßig wieder reichen. Weil das sind eh nur dauerhafte Produktionsanlagen, die jetzt aktuell volllaufen. Dann ist es halt so. Und ja, jetzt reicht Strom wieder. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um Helium. Ich darf das nicht weiter aufschieben. Beziehungsweise erstmal Aluminium, Dust, mehr als genug. Rutile, Dust. Jetzt sehe ich das dauerhaft oder was? Ja, mache ich sogar wirklich. So. Ach komm. Gucken wir nächstes Mal. Also, Helium mache ich wieder in Distillation Tower. Das heißt, ich brauche 2 Chemical Reaktoren. So. Und das wäre auch wieder eine Dauerproduktionsmenge. Jetzt doof. Das heißt, ich muss hier tatsächlich den hier machen. So, Kabel. Bus, zack, 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 zack. Karten, craften muss ich nichts. Und Wire nach Magenta. Zweimal orange, zweimal weiß. Na komm. Danke. Dann Gate. Repeater. Bundled Cable und Fassade. Ach, Level Emitter brauche ich auch noch. So. Ja, gut, Reaktor dauert bei uns noch, weil Tough Iron Ingot ist ziemlich schwer zum Herstellen. Habe ich gar nicht so geguckt. So, so ist denn hier gekommen. Ja. Tough Iron? Echt? Also dieses Tough Alloy meinst du, oder? Das ist doch Lithium? Was man, glaube ich, sogar sieben kann, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Lithium sieht man. Das Ferroborn ist Boron. Boron bekommt man. Okay, gut, da müsst ihr halt ein bisschen was aufbauen, gegebenenfalls. Aber gut, Stahl. Also Boron ist wahrscheinlich das Problem, ja. So, da muss ich bei. Ach, Enker brauche ich noch. Soul Sand für die Frames. Kannst du anfordern. Also Soul Sand wird automatisch hergestellt. Gut, aber ist halt die Frage. Wir selber haben halt ab einem gewissen Zeitpunkt einfach, ich sag mal, in den sauren Apfel gebissen. Und haben uns einfach hingesetzt. Und ja. Halt einfach durchgezogen. Einfach in den sauren Apfel und geguckt,
dass wir irgendwie Reaktoren und sowas zusammenbekommen. Weil man dadurch so viele Vorteile hat, das ist nicht mehr normal. Also gerade nur durch diese Dinger hier hat man so viele Vorteile. So, dann Glowstone. Ich würde gerne hier noch einen platzieren. Ich würde hier gern platzieren. Hier platzieren. Nein! Ah, Mist. So. Hier nochmal. Boah, nicht schon wieder. Meine Güte. Ich sollte mir echt abgewöhnen, innen lang zu laufen, sondern eher außen. Sagt er und läuft wieder lang. Naja. So, hier kommen jetzt dann gleich die Bundled Cable runter. Ach, kann ich eigentlich auch schon mal machen. Na, reicht der Concrete? Für hier ja, aber für unten gleich nicht mehr. Nee. So. Aber prinzipiell sollte es, glaube ich, auch nicht so das Problem sein, das Borax. Ich kann euch nur empfehlen, bevor ihr das ME-System macht, überlegt euch eine vernünftige Stromproduktion. Weil das ist sonst echt tödlich. Wenn ihr versucht, das ME-System mit Dampf zu betreiben. Das haben wir eine Zeit lang, glaube ich, gemacht. Aber das ist halt... Nee. Das ist nicht schön. Sagen wir es einfach mal so. So. Dann... Außen lang laufen. Also. Low Signal, Low Signal. Hydrogen. Und. Sulfuric Gas. Oh, ich habe die ganzen Exportbusse noch vergessen. Export, Export. Export. Nein, das ist der falsche. Das sind die richtigen. Und sehr viele Karten obendrauf. Reicht nicht ein Imperial für das Royal Jelly? Ja. Also das ist, was ich meinte. Also im Prinzip braucht man zwangsläufig nur die Imperial. Aber ich selber würde halt schon gerne alle haben. So. Dann Bucket wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus. Hey. Refinery Gas. Genau, das ist ja das, was wir haben wollen. So, mach erstmal die Questziele für dich, dass die abgehakt sind, danach den Rest. Ja. Also am besten bereite es erstmal nur vor. Wobei, ne, kann es eigentlich auch direkt alles abschließen. Ist eigentlich nicht weiter wild. So. Da kam jetzt noch das Hydrogen. Sulfide mit raus. Und hier kommt dann jetzt... Bucket. Theoretisch irgendwann das Richtige raus. Das heißt, wir haben hier mit einem Endgate und Fluid. 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Soulframe habe ich wegen der Mutation rausgenommen. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt, bei den Bienen bin ich komplett raus mittlerweile. Also ich habe fast immer nur noch mit Gendistry gemacht. Weil das halt um Faktor 1000 einfacher ist. So. Ach, Carpenter braucht man für den Analyzer. Ja gut. So. Oh. Oh. Okay, da muss auf jeden Fall nochmal ein Upgrade rein.
das wird anscheinend mehr. Okay, hier kommen auch noch zwei Upgrades rein. Weil wir mittlerweile zu wenig Carbon Dust haben. Oh, interessant. So, wie sieht's hier aus? Ja, gut, das wird weniger. Das passt also auf Dauer. Hier sollte es doch auch locker weniger werden. Wie lange braucht Carbon, um hergestellt zu werden? Forestry be better for the wind.